Hallo. Dieser Mann wurde mit einer schrecklichen Krankheit geboren, von der kein Arzt je gehört hat. Kein Wunder, dass alle um ihn herum glaubten, das Kind sei dem Untergang geweiht. Einige hielten ihn sogar für einen Freak. Aber wer hätte gedacht, dass der mysteriöse Benjamin nicht nur überleben, sondern auch sein Leben für immer verändern würde? Eine alte Frau liegt in einem Krankenhausbett. Sie ist schwer krank und scheint im Delirium zu sein. Die Tochter der alten Frau, Carolyn, sitzt neben ihr und kann nicht verstehen, warum ihre Mutter ihr immer wieder seltsame alte Geschichten erzählt. Die alte Frau bittet sie daraufhin, ein Tagebuch aus ihrem Koffer zu holen und es ihr laut vorzulesen. It's dated April 4th, 1985. Der Mann, der das Tagebuch geschrieben hat, nennt sich Benjamin Button und glaubt, dass er bald sterben werde. Deshalb möchte er seine Lebensgeschichte erzählen. Die Geschichte seiner Geburt war seltsam. Seine Mutter starb bei der Geburt und ihr Baby sah aus wie ein Freak. Zumindest dachte Benjamins Vater das, als er ihn zum ersten Mal sah. Ohne lange zu überlegen, ging er zum örtlichen Pflegeheim und ließ seinen eigenen Sohn auf deren Veranda zurück. Das Baby wird von der Haushälterin, einer barmherzigen Dame namens Queenie, gefunden. Das seltsame Gesicht des Findelkindes erschreckt sie und sie spricht mit einem Arzt. Er erklärt ihr, dass dieses Kind mit den gesundheitlichen Problemen eines älteren Mannes geboren wurde. Er hat bestenfalls noch ein paar Wochen, also rät der Arzt davon ab, ihn zu behalten. Queenies Freund, Titsy, stimmt dieser Einschätzung zu, aber die Frau hört auf niemanden. Sie ist überzeugt, dass dieses Kind ein Geschenk des Herrn sei und sie es annehmen müsse. Die älteren Menschen, die sie betreut, sind froh, dass sie einen neuen Mitbewohner haben. Tage, Wochen und Monate vergehen, aber Benjamin stirbt nicht. Er macht eine Reihe von Veränderungen durch. Er lernt zu sprechen, zu gehen und für sich selbst zu sorgen. Sonntags lädt das Pflegeheim traditionell alle Verwandten zum gemeinsamen Essen und Übernachten ein. Bei dieser Gelegenheit lernt Benjamin ein süßes Mädchen namens Daisy kennen und seine Adoptivmutter verkündet während des Essens, dass sie endlich schwanger geworden sei. Benjamin und Daisy werden auf Anhieb Freunde. Sie verstehen sich gut und reden darüber, wie seltsam sich Erwachsene verhalten. Hören gemeinsam Märchen und bauen nachts sogar Deckenburgen, um sich gegenseitig Geheimnisse anzuvertrauen. Doch Daisys Großmutter, die die beiden findet, ist mit der Freundschaft der beiden nicht einverstanden. What are you doing under there? Benjamin versteht nicht, warum Daisys Großmutter sich für ihn schämt, als ob mit ihm etwas falsch wäre. Seine Mutter erklärt ihm, dass er einfach nicht wie andere Menschen ist und nicht alle Menschen ihn akzeptieren werden. Caroline hört auf, das Tagebuch zu lesen und fragt, ob ihre Mutter wusste, dass Benjamin sie in dem Moment liebte, als er sie sah. Wir erkennen, dass die alte Frau, die in einem Krankenhausbett stirbt, die Frau ist, über die Benjamin schreibt. Inzwischen bekommt Queenie ein Baby. Benjamin fühlt sich einsam und verlassen, aber es gibt einen Lichtblick am Horizont. Einen neuen Mieter, der ihm das Klavierspielen beibringt und Zeit mit ihm verbringt. Dieser Mann kümmert sich nicht um die Veränderungen an Benjamins Körper. Jeden Tag wird seine Haut straffer und sein Haar beginnt zu wachsen. Jetzt, da Benjamin reifer und kräftiger geworden ist, lässt ihn seine Adoptivmutter zum Hafen gehen, um beim Stapellauf der Schiffe zuzuschauen. Dort erfährt er, dass der örtliche Kapitän einen Assistenten sucht und meldet sich sofort. Benjamin liebt seinen neuen Job. Er arbeitet gerne auf einem Schlepper und sagt, er würde es sogar umsonst machen. Der Kapitän namens Mike Clark ist ein netter Kerl, der gerne Ratschläge gibt und sich mit den Leuten unterhält. Eines Tages fragt er Benjamin, wann er das letzte Mal mit einer Frau zusammen war. When was the last time you had a woman? Never? Never. Der Kapitän sieht sich durch Benjamins Offenbarung herausgefordert und lädt ihn in eine Bar und ein Teilzeitbordell ein. Nachdem er sich amüsiert hat, geht Benjamin die Straße hinunter, wo ihm ein Auto folgt. Der Mann auf dem Beifahrersitz bietet Benjamin an, ihn mitzunehmen, und Benjamin nimmt bereitwillig an. Der Fremde stellt sich als Thomas Button vor und lädt Benjamin zu einem Drink in die Kneipe ein. Eigentlich hat er noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken, aber er beschließt, an diesem Abend offen für neue Erfahrungen zu sein. Benjamin macht keinen Hehl daraus, dass er mit einem seltsamen Leiden geboren wurde, und Thomas erzählt ihm, dass seine Frau vor vielen Jahren bei der Geburt gestorben sei. Der Mann weiß ganz genau, dass der alte Mann vor ihm sein Sohn ist, den er vor vielen Jahren verlassen hat, aber Benjamin selbst hat keine Ahnung. Er kehrt sturzbetrunken nach Hause zurück und verspricht Herrn Button, ihn wiederzusehen.
Daisy besucht ihre Großmutter weiterhin an den Wochenenden. Eines Tages laufen Benjamin und Daisy mitten in der Nacht zum Pier und bitten Kapitän Mike um eine Mitfahrt auf einem Schlepper. Daisy ist älter geworden, im Gegensatz zu Benjamin. Jetzt ist er 17, sein Haar wächst weiter und seine Falten verschwinden. Zum ersten Mal in seinem Leben erlebt er eine Menge neuer Gefühle, zum Beispiel der Tod einer ihm nahestehenden Person, einer Frau, die ihm das Klavierspielen beigebracht hat. Gleichzeitig trifft er eine schwere Entscheidung. Er packt seine Koffer, verabschiedet sich von seinen Adoptiveltern und fährt zur See. Seit mehreren Jahren arbeitet Benjamin auf einem Schlepper und hält Kontakt zu Daisy, die nach New York gegangen ist, um eine renommierte Ballettschule zu besuchen. Die Besatzung des Schleppers macht Halt in den Häfen verschiedener Länder und landet eines Tages im kalten Murmansk. Dort trifft Benjamin zum ersten Mal auf Elizabeth, die wunderschöne Frau eines britischen Spions, der sich als Staatsmann verkleidet hat. Eine Zeit lang hat Benjamin ein Auge auf Elizabeth, wagt aber nicht, sie anzusprechen. Bis er eines Tages wegen Schlaflosigkeit in die Lobby des Hotels hinuntergeht und sie dort in Einsamkeit vorfindet. Benjamin lädt sie zu einem Tee ein und sie kommen ins Gespräch. Elizabeth erzählt ihm von all den tollen Orten, an denen sie schon war, und die beiden bleiben bis zum Morgengrauen in der Küche. Das wird schnell zur Tradition. Jeden Abend treffen sie sich in der Küche, nachdem alle eingeschlafen sind, und reden bis spät in die Nacht. In einem Brief an Daisy gesteht Benjamin, dass er sich in sie verliebt hat. Well. Einige Zeit vergeht und nun treffen sich die Liebenden heimlich in Benjamins Zimmer. Doch ihr Glück währt nicht lange. Eines Tages geht er hinunter in die Lobby und sieht, dass niemand auf ihn wartet. Es scheint, als sei Elizabeth einfach gegangen, ohne etwas zu sagen. Am nächsten Morgen erfährt Benjamin von Captain Mike, dass die Japaner am Vortag Pearl Harbor angegriffen haben und die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Nun schließt sich ihr kleines Schiff der Marineflotte an und jeder, der einen Fuß auf das Deck setzt, wird zum Soldaten. Benjamin muss eine schwere Entscheidung treffen und meldet sich freiwillig zum Dienst. Zunächst ist der Krieg nicht so beängstigend, wie Benjamin sich das vorstellt. Ihr Schiff schleppt lediglich beschädigte Schiffe ab und ist nicht an echten Kämpfen beteiligt. Doch eines Nachts ändert sich alles, als ein feindlicher Torpedo ein US-Schiff unweit von Captain Mikes Schiff trifft. Das deutsche U-Boot und der Schlepper liefern sich einen Zweikampf, bei dem der Schlepper den Kürzeren zieht. Er läuft auf Grund, fängt Feuer und sinkt und fast die gesamte Besatzung stirbt. Captain Mike stirbt buchstäblich in Benjamins Armen. Er ist wieder allein. Als der Krieg vorbei ist, ist Benjamin 26. Er kehrt in seine Heimat zurück und lernt einige Tage später Daisy kennen. Oh mein Gott! Benjamin ist sichtlich verwirrt, dass Daisy sich von einem Mädchen in eine Frau verwandelt hat. Daisy hingegen gewöhnt sich schnell an die Veränderungen. Sie essen zusammen zu Abend und das Mädchen spricht den ganzen Abend über ihre Arbeit in New York. Benjamin hört schweigend zu und verwöhnt sie auch mit einer ungewöhnlichen Speisekombination, die er von Elizabeth gelernt hat. Schwarzer Kaviar und Wodka. Im Haus angekommen, tanzt Daisy für Benjamin auf der Veranda. Der Alkohol hat ihre Zunge gelockert. Sie spricht immer wieder über ihre Affären mit Tänzern und flirtet mit einem alten Freund. Aber als sie Benjamin zuerst küsst und ihn einlädt, mit ihr nach oben zu gehen, weicht er zurück. Im Laufe der Zeit stellt Benjamin fest, dass sich sein Körper ständig verändert. Während er immer jünger wird, werden alle um ihn herum immer älter, auch sein Vater. Als Thomas Button Benjamin wieder besucht, kann er den alten Mann kaum wiedererkennen. Die beiden gehen zum Abendessen und während sie essen, erzählt Thomas Benjamin, dass seine Knopffabrik während des Krieges florierte, er aber unheilbar krank sei und sie nicht mehr führen könne. Dann führt er Benjamin durch die Fabrik, was ihn noch mehr verwirrt. What can I do for you, Mr. Button? Benjamin, you're my son. Thomas gesteht, dass es ein Fehler war, Benjamin in die Obhut von Fremden zu geben. Jetzt will der alte Mann alles wieder gut machen, indem er alles, was er hat, seinem einzigen Sohn hinterlässt. Benjamin schweigt, um das Geschehene zu verarbeiten. Es fällt ihm nicht leicht, seinem Vater zu verzeihen, aber er tut es trotzdem. Er kommt zu seinem Haus und nimmt ihn mit auf die Seebrücke, um die Morgendämmerung zu bewundern. Thomas stirbt genau dort, neben dem einzigen Verwandten, den er noch hatte. Benjamin beschließt, nach New York zu fahren, um die Premiere zu sehen, bei der Daisy zum ersten Mal als Prima Ballerina auftritt. Er trägt keine Brille mehr und sieht jetzt sehr jung aus. Nach der Aufführung geht Benjamin in die Garderobe, um Daisy Blumen zu schenken. Sie ist verwirrt und fragt, warum er sie nicht einmal vorgewarnt hat, dass er kommen würde. Benjamin will mit ihr zu Abend essen, aber Daisy hat andere Pläne. Sie geht mit ihrer Truppe zur Premierenfeier und lädt ihn ein.
Auf der Party erfährt Benjamin, dass Daisy jetzt einen Freund hat und fühlt sich ausgegrenzt. Er geht, ohne sich zu verabschieden, aber Daisy holt ihn ein. Sie ist wütend. Hat Benjamin wirklich geglaubt, sie würde alles für ihn aufgeben? Sie haben ein unangenehmes Gespräch und gehen getrennter Wege. Daisy, die in einem Krankenhausbett liegt, unterbricht die Lesung ihrer Tochter und macht sich Vorwürfe, weil sie damals so kalt war. Sie zeigt Caroline Fotos aus dieser Zeit und erzählt, dass ihre Karriere in diesen 5 Jahren auf dem Höhepunkt war. Während Daisy mit ihrem neuen Freund durch Moskau und Wien reist, lebt Benjamin weiterhin in einem Pflegeheim und hilft Queenie. Doch alles ändert sich dramatisch, als Benjamin einen Brief aus Paris erhält, in dem Daisy ihn bittet, so schnell wie möglich zu kommen. Es stellt sich heraus, dass eine Reihe unglücklicher Umstände dazu geführt hat, dass Daisy von einem Auto angefahren wurde. Ihr Bein ist an 5 Stellen gebrochen und obwohl es noch eine gewisse Hoffnung gibt, dass sie wieder laufen kann, kann sie ihre Ballettkarriere vergessen. Daisy scheint nicht erfreut zu sein, Benjamin zu sehen. Es stellt sich heraus, dass nicht sie es war, die den alten Freund nach Paris eingeladen hat, sondern ihr Bekannter. Daisy will nicht, dass Benjamin sie so sieht, während er nur jünger und hübscher geworden ist. Also ist sie unhöflich zu ihm und lehnt sein Angebot ab, bei ihr zu bleiben. Also geht Benjamin. Er kehrt nach Hause zurück, lernt, mit dem Boot seines Vaters umzugehen und beginnt, sich mit anderen Mädchen zu treffen. Er schreibt Daisy keine Briefe mehr und belästigt sie nicht, so wie sie es wollte. Aber die Jahre vergehen und eines Tages kommt sie zu ihm zurück. Von diesem Abend an beginnt für Benjamin und Daisy ein neues Leben. Sie trennen sich nicht einmal mehr für eine Sekunde und segeln mit dem Boot ihres Vaters um die Welt. Sie sind überglücklich. Als Benjamin nun von einer Reise nach Hause kommt, muss er feststellen, dass Queenie gestorben ist. Nun sind alle Menschen, die er seit seiner Kindheit kannte, weg, außer Daisy. Also beschließt Benjamin, das Haus seines Vaters zu verkaufen, ein Cottage zu kaufen und mit Daisy zusammenzuziehen. Damit beginnt der 2. Abschnitt ihres perfekten Lebens. Nicht mehr auf See, sondern an Land. Das Einzige, was Daisy stört, ist der Gedanke, dass sie alt wird. Außerdem sehnt sie sich nach ihrem früheren Ruhm. Sie beschließt, ihre eigene Ballettschule zu eröffnen und weiterhin das zu tun, was sie im Leben am meisten liebt. Nach einiger Zeit teilt sie Benjamin eine wichtige Nachricht mit. Sie ist schwanger. Die jungen Eltern freuen sich auf das Kind, obwohl sie Angst haben, dass das Baby Benjamins Krankheit erben könnte. Ein paar Wochen später bringt Daisy ein gesundes Mädchen zur Welt, das sie nach ihrer Mutter Carolyn nennt. Die erwachsene Carolyn ist schockiert. Sie dachte ihr ganzes Leben lang, sie sei das Kind eines anderen Mannes. Carolyn wird erwachsen. Ihre Eltern feiern ihren 1. Geburtstag, aber Benjamin kann sich darüber nicht freuen. Er sagt Daisy, sie müsse einen richtigen Vater für ihre Tochter finden, denn sie könne nicht 2 Kinder gleichzeitig großziehen. Obwohl Daisy ihm versichert, dass sie eine Lösung finden werden, verkauft er heimlich den gesamten Besitz seines Vaters, hinterlässt seiner Familie all sein Geld und verschwindet, bevor sich seine Tochter an ihn erinnern kann. Viele Jahre lang ist Benjamin durch Indien gereist, hat andere Kulturen erkundet und neue Menschen kennengelernt. Als er endlich zurückkehrt, geht er sofort in Daisys Ballettschule. Jetzt sieht Benjamin wie ein Junge aus. Seine Tochter ist bereits erwachsen und Daisy hat einen neuen Ehemann, Robert. Es ist schwer für Daisy, Benjamin zu sehen. Sie sagt wütend, dass es richtig war, dass er sie verlassen hat. Aber es ist klar, dass sie einfach nur frustriert ist. Ohne lange zu überlegen, kommt sie trotzdem in das Hotel, in dem er wohnt und verbringt die letzte Nacht mit ihm. An dieser Stelle endet das Tagebuch von Benjamin Button. Eine sterbende Daisy erzählt ihrer Tochter das Ende der Geschichte. Einige Zeit nach Roberts Tod erhielt sie einen Anruf aus dem Pflegeheim. Es stellte sich heraus, dass das Jugendamt einen Jungen zu ihnen brachte, der nur ein Notizbuch mit Daisys Kontakten hatte. Es war Benjamin. Er erkannte niemanden mehr und konnte sich aufgrund von Demenz an nichts mehr erinnern. Do you remember me? I'm Daisy. Daisy kam jeden Tag ins Pflegeheim, um bei Benjamin zu bleiben. Mit der Zeit wurde er immer launischer und vergaß allmählich, wie man geht, spricht und isst. Irgendwann beschloss Daisy sogar, zu ihm zu ziehen, um sich um ihn zu kümmern und ihm dieselben Märchen vorzulesen, die ihre Großmutter ihnen beiden einst vorgelesen hatte. Einige Jahre später starb Benjamin als kleiner Säugling direkt in Daisys Armen. Hier endet die Geschichte der alten Frau und während ihre Tochter kurz die Station verlässt, wünscht sie Benjamin eine gute Nacht und stirbt in Frieden. Lass uns ein Like da, wenn du auch der Meinung bist, dass dies eine der ungewöhnlichsten Liebesgeschichten des modernen Kinos ist.
Um keine weiteren filmischen Meisterwerke zu verpassen, klicke den Abo-Button. Bis bald!